Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und dem Beagle. Leute, es ist offiziell Herbstzeit angekündigt, eingeläutet. Ich trage wieder Strickjacke. Jeder, der sich an meine Let's Plays aus dem Winter erinnert, weiß, dass diese Strickjacken bei mir nicht wegzudenken waren. It has begun, aber erst am 16.10., Leute. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Erst dann hat es begonnen. So, hier kann ich reisen. Nach da hinten, okay. Ich hoffe, dass Judy sich dann endlich bei mir meldet. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Die ist aber ein bisschen wehrig. Die lässt sich, obwohl sie voll auf mich steht, lässt sie sich ordentlich bitten mit ihren Questen. Während Panem einfach sofort das Handy zückt und mich anruft und eigentlich gar nicht auf mich steht. Muss man sich mal... Naja, egal. Stadtzentrum. War ich schon im Klamottenladen da oben schon? I don't know. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Dude machen soll. Soll ich ihm die Wahrheit sagen? Oder nicht? Ist eine schwierige Entscheidung, weil auf der einen Seite werde ich ihm vermutlich das Leben ruinieren, wenn ich ihm die Wahrheit sage. Auf der anderen Seite ist das so eine Sache, die man eigentlich... Hey, Kumpel. Geht's noch? Hallo. Alles gut, Kumpel? Hab ich gerne gemacht. Okay. Schon das zweite Mal heute, dass dir jemand an den Kopf geschossen ist, damit du Menschen in Ruhe lässt. Ja, so sieht's aus. Ja? Es spielt keine Rolle, was du ihm sagst. Oder was du tust oder tun willst. Du kannst nichts ändern. Was? Wir wissen, wer du bist. Wir wissen, was du bist. Wir wissen, was du suchst. Du spielst mit dem Feuer. Verbrenn dich bloß nicht. Alter, so langsam muss ich Johnny mit den Konzertpixern echt richtig recht geben. Hallo, wie? Hi. Wir müssen reden. Ja, ich weiß. Elizabeth hat es mir erzählt. War wohl eine gute Entscheidung, dich anzuheuern. Elizabeth, was genau hat sie dir denn gesagt? Naja, nur dass SSI uns für diesen Schweinehund Holt ausspioniert hat. Aber du hast noch mehr, oder? Viel mehr habe ich auch nicht. Tut mir leid. Aber es muss doch was geben. Hast du keine Beweise gefunden? Was soll ich sagen? Eins kam zum anderen und Schüsse fielen. Wirklich? Zwischen dir und diesen Spitzeln? Mhm. Hab sie in ihrem eigenen Van abgefackelt. Vorher habe ich noch einen ausgequetscht. Er hat gestanden. Aber das zählt jetzt nicht mehr. Verdammt! Naja, um alles Weitere kümmere ich mich. Heißt was? Zuerst gewinne ich diese verdammte Wahl. Dann suche ich den Wichser, der uns ausspioniert hat. Und wenn es Holt war, dann werde ich alles über ihn herausfinden und ihn in seinem eigenen Scheiß begraben. Na dann, viel Glück. Dein Geld bekommst du bald. Und ich danke dir, Vi. Mach's gut. Ob das richtig war? Und? Was sagst du? Ich bezweifle, dass Menschen hinter all dem stecken. Also Aliens? Sehr witzig. Du bist zu jung, aber früher hat man von freien KIs gesprochen, die im Cyberspace hausen. Du meinst wie Alt? Also keine Aliens? Wo ist er denn? Ist völlig egal, wer oder was.
Er ist ihnen hilflos ausgeliefert. Johnny, wo bist du? Sie machen, was sie wollen. Er ist am Arsch weh. Wo bin ich denn hier gerade auf der Karte? Vielleicht muss ich ja noch weiter weg sein. Ich werde dann einfach hier hinten. Das ist der letzte, den ich hatte. Das Grand Imperial Mall. Und dann werde ich nochmal Zeit vergehen lassen. Die bezahlen aber zumindest nicht schlecht. Dreht sich in Night City denn alles nur um Sex? So wirkt das manchmal. Er steht immer noch da rum, anstatt einfach zu gehen. Du Depp. Nochmal hast du nicht so viel Glück, dass dir irgendjemand hilft. Nur weil ich da gerade hergegangen bin. Das war tiefer als ich dachte, aber es macht ihr nichts. Wobei, ich versuche mal was. Wenn sie sich da immer noch nicht meldet, werden wir Panams Scheiß machen. Ich muss sagen, dass Panam aber langsam am Sack geht, also... Was soll ich sagen, ne? Vielleicht muss ich wirklich exakt 2x6 Stunden warten. Einmal. Nicht, dass du meine Ernst nimmst. Aus Sorge um uns alle. Sicher ist dies das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen. Viel Glück. Ja, hab ich gemacht. Stell dir vor. So nett bin ich. Krass, ne? Ah, komm. Was? Es tut mir leid. Aber warum funktioniert das nicht? Leute, ich verstehe das nicht. Nein, und dann warten wir jetzt nochmal 6 Stunden.
Sag mir nicht, die Perales haben mich blockiert. Oh Gott, Leute, ich muss das mit dem Stick einstellen. Nicht so genau. Ich will dahin. Ich war gerade bei 6. Okay, versuchen wir es nochmal. Dann nicht, Judy, dann nicht. Nee. Journal. Nee, Journal. Ich muss auf meine Karte und aufs Journal zugreifen. Und zwar, wo ist es denn? Queen of Highway. Sieht aus wie ein Arm. Ist irgendwo ganz da hinten, ne? Ja. Also. Wenn Judy mir nichts gibt, obwohl ich alles ja richtig gemacht habe, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ich kann das nicht laufen, Leute. Warum? Vielleicht ruft sie ja nicht nachts an. Naja. Dann werde ich jetzt erst ihre Aufgabe machen und dann mal gucken, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich nur mehr Zeit hätte. Dann würdest du das Teil zu dem verdammten Raketenschiff machen, ich weiß. Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Ja, wo bist du, alles John? In Ordnung. Wir sind sicher. Ach, da oben. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er kein Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will. Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Irgendwie kriegt das einen ziemlich bitteren Geschmack, wenn Johnny das so sagt. Wo komme ich denn da hoch? Oder muss ich jetzt irgendwie... Ha! Sie auch? Na dann. Und los geht's! Zieh am besten den Kopf ein. Ob das so gewollt ist, dass das oben nicht richtig eingeblendet ist? Verdammt! Ist er vorhin bei den anderen angesprungen? Vielleicht solltest du... Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Aha! Geht doch!
Und jetzt? Ist nicht das neueste Modell, aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Und jetzt? Anne? Und? Was sagst du? Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was? Keine Knöpfe, Tasten oder Blinke-Dinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein, warum? Vertraust du mir nicht? Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay, für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Na dann. Okay, so sollte es gehen. Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht er nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam, sag mal, soll das so sein? Neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Okay, langsam raff ich, was du meinst. Werf dich auf. Keine Angst, ich guck auch weg. Dreh einfach mal ein paar Kurven. Geschmeidig. Wie ein Boot. Mhm. Der gleitet über alle Hubbel und jedes Terrain. Fahr zu diesem Wrack. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Links. Sehr gut. Weiter so. Naja, ich bin jetzt auch nicht wirklich schnell, ne? Rechts. Ja, genau so geht das. Ich war ja auch nur 15, also... Rechts. Ausgezeichnet. Jetzt lass uns schießen. Halt an und ich aktiviere das System. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also gut. Schieß auf diese Wracks. Oh. Diese Wracks. Gut. Die fahren nirgendwo mehr hin. Werden sie sowieso nicht, weil sie sind... Volltreffer. Okay. Genug geübt. Gut. Jetzt verbinde ich mich. Könnte sich seltsam anfühlen. Das heißt... Basilisk-Piloten müssen vollständig synchronisiert sein. Unsere Nervensysteme werden miteinander verbunden. Mhm. Okay. Als hätte man zwei Einzelzimmer gebucht und stattdessen ein zu enges Doppelbett bekommen. Okay, versuchen wir es. Scheint, als würde ich dich besser kennenlernen als geplant. Also gut. Am Anfang könnte es ziemlich schwierig sein. Mach dich auf sensorische Rückkopplung durch die Systempaarung gefasst. Im Gefecht gewöhnt man sich wohl dran. Mhm. Gut, Bambo, ich fange an. Kannst du mir verraten, was du an Panam so findest? Beziehungsweise ihr alle, könnt ihr mir verraten, was ihr an Panam so findet?
Sag mal, war das nicht Alt? Oh, fuck. Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Das sind Rotten. Eine ganze Horde. Bereit zum Kämpfen. Geh auf, Thor. Diese Bastarde. Macht dich fertig. Und dann haut ab und macht euch hier nützlich. Wir fahren direkt zum Lager. Die Familie braucht uns. Wir sind fast da. Okay, ich sehe Pannen. Die Bastarde werden eine Überraschung erleben. Davy, dann wollen wir mal. Weil Panem ist ja bei Umfragewerten nur ein paar Stimmen vor Judy. Der arme Raven hat, weil er eine Nebenquest ist, echt schlecht abgeschnitten. Die meisten kennen ihn nämlich, glaube ich, gar nicht. Ist alles? Ja, ihr habt sie pulverisiert. Gratuliere. Zeit zu reden. Warum? Ich dachte, sie steuert und ich schieße. Warum hinterfrage ich überhaupt noch irgendwas in diesem Spiel? Soul klingt nicht so begeistert. Aber ich will noch eben... Wartet, Moment, Moment. Man will ja auch gut ausgerüstet sein. Gibt Monetens. Gut denn. Oh Gott. Vor allem so viele lila Sachen, das lässt man bestimmt nicht liegen. Da. Ist da noch mehr Lila? Da vorne. Soul ist am Meckern. Das kann er irgendwie am besten. Wo ist der nächste? Ah, da. Okay. Vieles wird sich ändern müssen. Ja, und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich habe nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erst mal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Was ist denn passiert? Ich habe nichts gehört. Ich war am Looten. Wann hat sie denn die Jacke angezogen? Ein interessanter Tag. Was ist mit meiner Sicht los? Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, Scheiße. Hör auf. Hast du den Basilisk-Aktion gesehen? Wir sind dir was schuldig. Die richtig zerf... Oh. Kannst auf die Aldecaldus zählen. Halt still. Jederzeit. Ich muss mir die Wunde angucken. Gut zu wissen. Denen haben wir's gezeigt. Wie viele haben wir umgelegt? Niemand an der Bar. Finde ich gut. Wie viele Leute haben wir dabei verloren? Hätten weniger sein können. Der Basilisk früher aufgekreuzt wäre. Wir? Limonade? Dafür rechtfertigen müssen. In so einer Situation... Ein Bier für mich. Lass sie einfach in Ruhe, okay? Gibt es Leute, die... Auf Happy Ends. Das war doch nie und immer ein Bier, Leute. Was jetzt, Boss? Ich habe keinen Plan. Wörtlich. Absolut nicht. Soll ist also doch ganz okay. Was soll man da noch glauben? Das wird sich zeigen. Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam,
Was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. Hör dich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denk darüber nach. Wow, ich sag doch, das war doch alt in dem, Ich hätte schwören können, ich habe alt gesehen. Wie? Panam, ich... Wie? Ganz ruhig, alles okay. Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Ich weiß noch, ich... Wir haben geredet und dann... Du bist plötzlich umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Neue Bleibe. Das Lager ist umgezogen. Denke, hier sind wir sicher. Fürs Erste. Oh, wie? Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Panam, ich... Es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay. Weh, entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Kennst du Johnny Silverhand? Ja, sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... soll das eine komische Metapher sein? Ich glaube, so reagiert jeder. Lange Geschichte. Hatte einen Job, hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja... Er findet's auch nicht toll. Glaub mir. Wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Eigentlich kommen wir ziemlich gut klar. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur, damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Warte. Ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Boah, ist voll die lieben Hab Menschen auf dein Auto hier. Aufgepasst. Steht da drüben. Mein Auto? Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Viel besser. Danke für eure Hilfe. Freut mich zu hören. Ihr habt euch ja schnell hier eingerichtet. Naja. War nicht unser erstes Mal. Dieser Ort ist gut. Wir haben das Gebiet besser im Blick. Der Rest wird sich schon zeigen. Aber sag, wie geht's dir? Du hast uns ziemlich erschreckt. Danke, Mitch. Aber ich muss weiter. Du kannst dich kaum auf den Beinen halten, Vi. Pass auf dich auf, ja? Denk dran. Unser Angebot steht noch. Und das weiß Wenn ich du Hilfe sehr brauchst, zu schätzen. Die alte Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, weißt du, wo du uns findest. Soll ich mitkommen? Wie willst du mit... Wie will Best? Was geht hier ab? Ich kenne diesen Ort von früher. Die alten Routen. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Militech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. Willkommen zurück unter den Lebenden. Don Röschen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Mhm. Hallo. Hi.
Ach, dieses Auto da unten? Aber trotzdem. Alles hier ist nur temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Wie? Nochmal wegen vorhin. Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Ganz ehrlich, keinen Plan. Aber es muss doch etwas, jemanden geben, der... Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Danke, Panam. Sturm und Drang. Ich glaube, damit ist ihre Quest abgeschlossen. Ich kann nicht warten. Habe ich ein neues Level gemacht? Charakter. Boah, ja. Nicht. So. Darf ich denn jetzt? Warum ist Warten jetzt gerade nicht möglich? I'm not sure. Ich habe eigentlich im Grunde kein Ziel. Wir reisen mal hier hin. Ich warte ja immer noch darauf, dass Panem... Ach, dass Judy jetzt endlich mal anruft. Leute, das kann es ja nicht sein. Jetzt darf ich warten. Es ist doch nicht wahr, Leute, es ist doch lächerlich. Killing in the name, Sweet Dreams, weiß ich immer noch nicht, wie man benutzt. Das kann ich ja immer noch nicht machen. Beast and Me. Aha. Shoot the Thrill. Wool on the Hill. Achso, nee. Nee, nee, ist okay. Killing in the Name. Weil Panem so unwillig... Ach, Panem, wenn Judy so unwillig ist... Ich glaube, hier bin ich ganz gut. Okay, ihr Lieben, ich mache aber dann trotzdem in der nächsten Folge weiter. Dann haben wir heute zumindest die Quest mit dem... potenziellen Bürgermeister beendet, als auch ich glaube Panams Quest dann abgeschlossen. Ich werde noch mal googeln, was jetzt wieder bei Judy nicht funktioniert. Es nervt mich tatsächlich ein bisschen, aber sei es drum. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.